Wisst ihr, das Nintendo Museum ist so ein bisschen das Disneyland von Nintendo. Also ja, es gibt die Super Nintendo World in den Universal Studios, aber das ist schon noch ein bisschen was anderes. Denn das Museum spielt auch mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber vor allem spielt es mit eurem Portemonnaie. Mit Coins, also zu dem Problem später mehr. Vor allem spielt es mit eurer Fantasie. Das heißt, langsam schon eingestaubte Erinnerungen werden wieder quick lebendig. Nostalgie wird mit einer Leichtigkeit verknüpft, statt mit so einer Schwere. Gern gesehene Gäste sind kindliche Freude bzw. das innere Kind überhaupt. Und ihr könnt alles Mögliche ausprobieren. Auch kulinarisch. Und was all dieses abstrakte Blabla jetzt bedeutet, das erzähle ich euch ausführlich in diesem Video. Alexi, Bexi. Nom, nom, nom. Hey, ihr Japan nur mit Mangas verknüpfenden Oktopus-Snacken? Okay, mal im Ernst. Das hier wird ein ganz entspanntes Video ohne wildes YouTube-Herumgekatter und sowas, weil ich möchte, dass ihr so viel wie möglich aufsaugen könnt. Ich möchte, dass ihr jetzt im Nachhinein eigentlich fast alles genauso miterleben oder nacherleben könnt, wie ich es vor Ort erleben konnte, weil aus meiner Sicht war das ein ganz wundervoller Ausflug, den ich so detailliert wie möglich teilen möchte. Es war halt kein typischer Apple oder welcher Tech-Hersteller auch immer Ausflug. Es war instant vor Ort, aber jetzt auch im Nachhinein beim Textschreiben und Videomachen klar, dass das ein ganz persönlicher Ausflug war und deswegen umso stärker kleben bleibt. Aber ganz von vorne. Nintendo hat meine Wenigkeit mit einigen anderen Menschen vor kurzem nach Japan ins Nintendo Museum eingeladen, das offiziell ab dem 2. Oktober aufmacht. Für Reise und Unterkunft wurde gesorgt, alles andere wurde mit Luft und Liebe bezahlt. Also kann und werde ich hier auch meinen Senf aufs Onigiri schmieren, auch wenn ich echt vorbelastet bin, weil meine Kindheit bzw. Jugend echt nur aus Nintendo bestand. Dieser Gedanke des Konsolenkampfs, dass es dann noch andere Konsolen mit mehr Specs, Grafik und bla gibt, kam erst sehr spät durch die coolen Kids. Aber ja, what the fuck? Es gibt jetzt ein Nintendo-Museum? Ja. Die Meldungen zu so einem Nintendo-Museum sind ja schon ein bisschen älter. Damals ist es aber noch so Nintendo Gallery. Richtig konkret wurde es ja erst vor einer Weile in einer Nintendo Direct, in der dieses Museum das erste Mal, ich sag mal, enthüllt wurde. Und für mich war ab da klar, holy shit, das wird entweder ganz schön cringe oder ganz schön nice. Die Zeit verging und es gab nicht mal Leaks oder was auch immer von meinem fast schon Highlight vor Ort, dem Shop, oh mein Gott, später ausführlich. Also war ich wirklich bis zum letzten Moment gespannt, was am Ende wirklich auf mich warten würde. Ich landete auf dem Kansai-Flughafen, also auf diesem fancy Inselflughafen im Wasser vor Osaka Town und bummelte vor meiner Weiterfahrt nach Kyoto erstmal nach Osaka Stadt, beziehungsweise Osaka Station. Denn was ich bei meinem letzten Japan-Ausflug nicht machen konnte, musste ich dieses Mal unbedingt nachholen. Die Toy-Capsule-Maschinen im Nintendo Store Osaka. Und warum, fragt ihr euch? Weil es da Schlüsselanhänger im minimalisierten oder abstrahierten Style von alten Nintendo-Konsolen bzw. Controllern gibt. Und das finde ich einfach nur nice. Mit 600 Yen pro Stück zwar eine der etwas teureren Kapselmaschinen in Japan, aber für das, was es hier an Exklusivität gibt, eigentlich schon wieder billig. Und ich habe sie zu Hause unangefasst mitgenommen. Ich weiß, man kann zwar schon reingucken, aber ich wollte sie mit euch gemeinsam jetzt hier aufmachen. Okay, also fangen wir mit dem an. So ein kleines Nintendo-Booklet. Dann werden wir natürlich neidisch gemacht mit den Dingen, die wir jetzt hier nicht haben. Das wäre mein Favorite gewesen, der N64-Stick. So. Ist schon cute. Es fühlt sich echt ganz gut an. Es hat so ein bisschen Fidget-Toy-Vibe. Eigentlich so, als hätte man einen Teil des Original-Controllers in der Hand. Nur schade, dass die Farbgebung halt diese US-Super Nintendo-Variante ist. Und? Ah. Oh ja, genau. In diesem Booklet sieht man, was es zu den alten Konsolen so gäbe. Und da ist ein Secret dabei? Na toll, jetzt muss ich dann nochmal hin und... Ach. Also aus meiner Sicht hätte ich jetzt gesagt, es ist der ungeilste Teil, den man eigentlich sammeln bzw. kriegen kann, aber vielleicht ist es ja auch der schwierigste Teil, den man kriegen kann. Ah, es ist echt Hipster. Ach ja, da das Abenteuergeld ja wieder rein muss. Apropos Hipster. Ja, während euch andere noch NordVPN zeigen, bin ich so Hipster und zeige euch ein anderes Produkt von den NordVPN-Entwicklern, das ich selber nutze und selber auch ganz cool finde, bevor es Mainstream cool wird. Oder so. Und zwar Sally. Wenn ihr öfters mal unterwegs seid und auch im Ausland gern irgendein Kram auf Instagram posten wollt, ohne wegen gottlos teuren Roaming-Gebühren pleite zu gehen, what the f- dann bringt euch Sally eine sinnvollere Daten-ESM-Alternative für über 160 Reiseziele auf euer Smartphone. Hatte ich selbst in den letzten Monaten nicht nur in unterschiedlichen Ecken der USA, sondern jetzt auch hier am anderen Ende der Welt in Japan im Einsatz. Ihr installiert euch einfach die Sally-App auf euer kompatibles iOS oder Android-Phone, wählt euer Reiseziel, entscheidet euch für ein Datenpaket und wählt die Sally-ESM als eure Daten-SIM aus. Ihr könnt darauf loswerfen, ohne vorher einen weirden SIM-Card
Kartenshops herumgammeln zu müssen und habt in der App immer euren Datenverbrauch im Blick. Ich meine, wow, das hier ist allein Kyoto Station. Wow. Und wenn ihr jetzt auch Bock habt, die Welt wenigstens ein Stückchen sorgenfreier zu entdecken, dann gönnt euch 15% Rabatt auf euer erstes Sally-Datenpaket. Entweder direkt unter der Link sally.com/alexibexi oder mit meinem Code in der App alexibexi. In Kyoto dann angekommen, ging es früh am nächsten Morgen nach Ogura Station. Ogura Station? Mit der Bahn etwa 20 Minuten von Kyoto Station und ihr landet dann in Uji. Uji? Geht von dort aus nur noch ein paar Meter zu Fuß und oh, da ist es auch schon. Das Nintendo Museum. Aber zugegeben, von außen echt unspektakulär. Fast schon misleading. Aber diese vier Wände sind ein Gebäude mit Geschichte. Nintendo hat es über die vergangenen Jahre als Lagerhaus genutzt, als Reparaturzentrum, aber auch als Hanafuda Spielkartenfabrik. Hanafuda ist immerhin das erste Spielzeug, das Nintendo überhaupt jemals hergestellt hat. Und zwar schon im Jahre 1889. Nur damals halt woanders, nicht hier. Wie das Spiel genau funktioniert, kann ich immer noch nicht sagen. Blättert dazu lieber im Internet herum, bevor ich hier Quatsch erzähle. Aber es gibt Hanafuda inzwischen in Hülle und Fülle und mit echt starken Motiven. Zumindest hat Nintendo hier irgendwann gesagt, Schluss jetzt. Und bereits 2021 parallel zum Opening der ersten Super Nintendo World in den Universal Studios in Japan das Museum angekündigt. Anfang 2024 hätte es dann eröffnen sollen, aber es hat dann halt bis Herbst gedauert. Und da ist es nun. Diese wahr gewordene Anmutung der Unspektakulärheit. Aber das ändert sich instant nach dem Eingang. Euch begrüßen von Anfang an Details wie Schließfächer im Gameboy Cartridge Design, ein Eingangsplaza im Super Nintendo World Feeling mit Röhren, Fragezeichenblöcken oder auch die Zielfahne für Foto-Opportunities. Oder hier die im Boden verlegten Motive. Goombas, Sterne, Coins. Egal wo ihr hinguckt, ihr werdet überall kleine Details und Easter Egg entdecken. Also nicht nur draußen, sondern auch drin. Selbst ein Kirby, der den Getränkeautomaten verschluckt hat. Ich habe das aber alles tatsächlich erst beim Rausgehen wahrgenommen. Denn beim Reingehen hat nicht nur die Aufregung, sondern auch der Jetlag noch ein bisschen das Hirn vernebelt. Also geht vielleicht nicht gleich am ersten Tag rein, wenn ihr nach Japan reist, sondern akklimatisiert euch ein bisschen, sofern ihr könnt. Denn wir kommen schon zum, ich sag mal, ersten Problem oder zur ersten Herausforderung. Ein Ticket für das Museum zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen zumindest. Denn aktuell gibt es eine Losung. Habt das also unbedingt auf der To-Do, denn es gibt auch keine Tickets über KK Day oder Klonk und wie die Drittanbieter alle heißen. Nicht, dass ihr denn dann noch vor verschlossenen Türen steht oder nicht reinkommt oder traurig seid oder was auch immer. Aber wenn ihr denn ein Ticket habt und vor Ort seid, dann geht's so weiter. Es gibt jetzt zwei Eingänge. Einmal ins Museum und einmal ins Café, Workshop-Café. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Museum an. Ich bin also einfach rein und war erstmal irritiert, dass innen irgendwie auch wie außen aussieht. So unspektakulär kachelig? Aber dann dämmerte es. Soll das vielleicht angelehnt an das Switch-Menü sein? Also einfach nur so eine geradlinige Basis und gefüllt wird sie von dem, was noch kommt? Oder mit dem, was ihr draus macht? Also wie bei einer Switch, Spiele installieren und damit diese Kacheln mit Leben zu füllen? Naja, zumindest ab jetzt gehen die Spoiler los. Also macht euch auf was gefasst. Schaut ihr am Eingang einmal nach links, dann äugt ihr direkt auf ein Autogramm von Herr Modernes Nintendo himself, Shigeru Miyamoto. Irgendwie cute, nicht aufdringlich sozusagen am Eingang von ihm begrüßt zu werden. Viel offensichtlicher ist aber diese Toad-Armee. Ich meine, was soll die da? Zum Einstimmen. Hat mich zumindest relativ gut ein Stück weit aus der Müdigkeit reißen können. Also jetzt war ich bereit. Mein Body war ready. Also ging es um die Ecke vorbei an einer langweilig zweckmäßigen Sitzecke, aber mit Easter Egg. Zu einer Art Erinnerungswand? Sozusagen eine Collagentapete mit Fotos von all unseren Freunden, Bekannten und Verwandten. Oder aber auch manchen Fremden? Feinden? Bösewichten? Ich meine, ich habe schon vieles wiedererkennen bzw. zuordnen können, aber mit, weiß nicht, alten Game & Watch-Dingern habe ich jetzt echt nichts am Hut. Aber trotzdem schön, dass die auch ihren Platz haben. Und was in mir auf einmal für weirde Erinnerungen zurückkam, als ich Dr. Kawashima mal wieder... Ey, wild. Direkt daneben ging es dann weiter zum Einchecken. Und mit dem personalisierten Ticket kommt man dann halt auch ganz einfach in den Vorraum der ersten Führung. Und hier wurde ich schon auf das eingestimmt, was mich gleich eine Etage weiter oben erwarten würde. Ihr seht hier die Silhouetten von Nintendo-Konsolen und die leuchten dann immer gemeinsam mit deren jeweiligen Startsound auf. Das hatte ein bisschen was Mysteriöses, aber auch ein bisschen was Verzauberndes.
Blöd nur, dass ab hier Schluss war mit Filmen und Fotos machen. Für mich heißt es zumindest, dass ich jetzt für diesen Part des Videos euch nur Aufnahmen zeigen kann bzw. darf, die mir Nintendo gegeben hat. Aber darüber quatschen kann ich, wie ich möchte. Damit ihr aber besser einordnen könnt, was hier gleich zu sehen ist, greife ich eben das Ende des Museums vor, wo die Nachbildung dieses ganzen Gebäudes als kleines Modell ausgestellt ist. Hier seht ihr nämlich ganz gut, wie das obere, nicht zeigbare Stockwerk aussieht. Das hier ist die Rolltreppe, vor der ich gerade vor Ort stehe. Und wenn ihr mit der oben ankommt, dann begrüßt euch ein großer Videocube als Mittelpunkt mit Startlogos und Sounds in Dauerschleife. Ihr hört dann in regelmäßigen Abständen, auch wenn ihr oben rumlauft, in weiterer Ferne, denn zum Beispiel immer mal wieder so ein GameCube-Startlogo. Das hat schon so was Episches. Rund um diesen Videocube-Mittelpunkt hängen dann an der Decke riesengroße Versionen von Controllern bzw. Konsolen. Ich sage euch, über Video kommt das wirklich überhaupt nicht rüber. Das sieht alles so platt auf Video aus. In Realität war das wirklich beeindruckend. So ein gigantischer Controller oder so eine übergroße Switch, die über einen thronen, das hatte schon echt was Pompöses. Unter diesen gigantischen Controllern bzw. Konsolen sind dann die entsprechenden Real-Life-Versionen ausgestellt. Und das Coole war bei den Konsolen auch wirklich diese unterschiedlichen Versionen der Länder zu sehen. Also bei den Gameboys zum Beispiel das Pocket Light Modell, das bei uns nie rauskam, aber in Japan ein riesen Ding war und so, was ist ja ein riesen Sammlerteil, bla. Das halt gesehen zu haben, nicht nur über Videos oder bei eBay oder was auch immer, da gesehen zu haben, neben all den anderen Dingen, die man verpasst hat, weil man in Europa gelebt hat. Dabei bestehen die Regale, die zum Mittelpunkt zeigen, eigentlich immer aus all den Spielen, die es für die Systeme in Amerika, Japan und Europa gegeben hat. Und aus dem wildesten Zubehör, das man für diese Systeme noch auftreiben konnte. In einem Zustand. Hä? Wo kommen all diese Geräte her in so einem Zustand? Also in einem gar perfekten Zustand. Es gab Ausnahmen, es gab auch mal so ein paar Ditcher, wo man sich dachte, das habe ich aber bei YouTubern schon in besserer Qualität gesehen. Aber sonst? Wahnsinn. Sowas wie Rob the Robot, Stellar View für Super Nintendo, wo man so Sachen über Satellitenverbindungen für die Konsole runterladen konnte, wiederbeschreibbare Cartridges, das Nintendo 64 Disk Drive, 64 DD Disk Drive System. Stellt euch irgendwas vor. Es war da. Wisst ihr, was ich mir aber auch gut vorstellen kann in Zukunft? Weil es gab immer mal wieder so leere Plätze oder auch so Dinge, wo ich mir dachte, eigentlich müsste das da doch noch stehen. Irgendwie eine Big Box von dem oder eine Setbox von dem, bla. Ich glaube, manche Sachen sind vielleicht für Nintendo auch lost in history, weil sie vielleicht doch nicht an alle Sachen mehr rankommen im Nachhinein, wo ich aber safe weiß, das gab es aber. Warum steht das dann nicht? Vielleicht wird es in Zukunft ja Leute geben, Sammelnde geben, die sagen, ey, ich habe das noch in einem guten Zustand oder ich habe andere Dinge von euch in einem besseren Zustand, dass sie dann auf Nintendo zugehen und sagen, hier, wollt ihr das haben, ausstellen und der Welt zeigen? Naja, und die nach außen zeigenden Regale waren dann meist Showcases zu unterschiedlichen Farben, Sondereditionen oder detailliertere Infos zu Herausforderungen bei Spieleentwicklung zur jeweils herrschenden Zeit. Oh, das alles zu sehen war eigentlich schon fast zu viel für mein kleines Gehirn. Vor allen Dingen auch, weil nicht so viel erklärt wurde, also ein bisschen, aber nicht so viel. Also wenn man neu in dem Game ist, steht man da vielleicht und denkt sich, hä? Also ein Grundwissen wird irgendwie, Grundinteresse wird schon vorausgesetzt. Also meine Erinnerung, meine Nostalgie, mein inneres Kind kämpfte förmlich mit diesem FOMO auf einmal im Nachhinein, aber war auch gleichzeitig mit einer Ruhe besänftigt, dass alles, was die früheren Jahre ausgemacht hat, sich noch genauso gut anfühlt und genauso gut aussieht wie damals. Aber auch mal ganz abgesehen von diesen persönlichen, emotionalen Dingen. Ich fand das auch fürs Allgemeinwissen ganz spannend, was es alles für Spiele bei uns und nicht bei uns gab und gibt, wie der Marktanteil von Konsolen in all den unterschiedlichen Region war und ist, wie wunderschön Verpackungs- und Booklets, also Beilagendesigns sein konnten und was wir rein technisch alles verpasst haben oder zum Glück verpasst haben. Ich muss aber schon sagen, am allerkrassesten war für mich diese hintere Ecke hier. Denn hier waren neben Arcade-Automaten auch Prototypen ausgestellt. Ich meine, da liegt dann so ein Wii U-Prototyp oder Gameboy-Prototypen oder 3DS-Prototypen oder da liegt auch so eine fette knallorangefarbene Schaumstoff-Frisbee mit einem Stern oben in der Mitte drauf, aus der dann die Wiimote wurde. What? Naja, und dann gibt's halt noch den äußersten Ring, der einmal rundherum geht und alles sozusagen umschließt. Das ist so eine Mischung aus Geschichte und Kuriositäten bzw. Besonderheiten. Natürlich Hanafuda-related Stuff, die Geschichte der Fragezeichenblöcke, aber auch alles, was Nintendo jemals an Dingen so rausgehauen hat. Also Brettspiele, also Spielzeuge halt, so Kinderwagen oder deren technisch gesehen erste TV-Konsole. Und ich sage euch, Stunden haben wir hier verbracht. Stunden! Weil es mit jedem Blick noch mehr zu sehen gab und zu hören. Und es war wirklich schön, einfach mal stehen zu bleiben und sich die alten Werbespots oder einfach nur ein paar Minuten Gameplay anzuschauen. Es war auch schön, seine alten Konsolen wiederzufinden. Guck mal da, die
Diese Version hatte ich auch. Hier kommen all diese Gefühle wie eine Achterbahn zurück. Ich muss dazu aber auch sagen, dass Nintendo hier jetzt nichts Heftiges, Geheimes offenbart oder Dinge in einem komplett neuen Licht dargestellt werden. Und diese Fahrt in der Emo-Achterbahn endet dann mit einem kleinen Walk die Treppe runter ins Erdgeschoss. Und bringt euch, ich nenne es mal, in den interaktiven Kreis. Ja, ich weiß auch nicht, was ich immer mit Kreis bezeichne, aber es ist eher oval. Es ist halt, ach komm, fast schon. Der Mittelpunkt in dieser Etage ist ein gigantischer Screen auf bzw. im Boden, auf dem ein digitales Gedichtepaare-Finden-Spiel gespielt werden kann. Ja, der obere Floor war gucken und der untere Floor ist jetzt zwar auch ein bisschen gucken, aber eigentlich machen. Ihr kriegt also für dieses Spiel ein vorbereitetes Smartphone in die Hand gedrückt und müsst für das Maximum an Punkten so schnell wie möglich das passende Bild finden. Also das, was auf dem Smartphone angezeigt wird, liegt irgendwo auf dem Boden herum. Das funktionierte echt ganz gut, aber war trotz dieses eigentlich entspannenden Spielprinzips ziemlich stressig, weil man neben all den anderen ja schon irgendwie gewinnen wollte. Deswegen war dieses Spiel zwar für mich optisch beeindruckend, weil wunderschöne Darstellung in ganz groß und qualitativ gottlos hochwertig und auch mit schöner Musik, wäre jetzt aber nicht etwas, was ich nochmal machen würde. Dann bin ich doch lieber um den inneren Ring herumgeschlendert, denn hier fand ich viele schöne Hanafuda-Varianten und Darstellungen. Ich meine, es ist immerhin deren erstes Spielzeug ever. Da könnte ich schon stolz drauf sein und deswegen auch ein bisschen mehr davon zeigen. Es sieht ja auch irgendwie hübsch aus. Und ich kannte es vorher überhaupt nicht. Oder bin ich irgendwie alleiniger Idiot in der Hinsicht? Spielt ihr Hanafuda? Naja, und dann gibt es ja auch noch den äußeren Ring. Sozusagen ist es nochmal ein bisschen was von dem, was oben zu sehen ist, nur in abgespeckter Form bzw. im Zusammenhang mit dem, was zu sehen ist und zu erleben ist, wenn ihr durch all diese Öffnungen hier neben bzw. zwischen den Regalen und Vitrinen latscht. Ja, ich glaube, das erklärt es ganz gut. Oh, warte, diese Illustration hier an der Wand in Kombination mit den Bezeichnungen an diesem Automaten hier zeigt ganz gut, wie das aufgebaut ist. In der Mitte halt das Gedichte-Paar-Finden-Spiel und drumherum alles andere. Aber warum sind da so Münzen dran? Naja, es ist so, mit eurem Eintrittsticket sind 10 Münzen inklusive. Und die sind nicht wieder aufladbar. Sobald die alle sind, braucht ihr ein neues Ticket. Zum aktuellen Zeitpunkt zumindest. Und diese Münzen sind in dieser Etage wichtig, denn ohne Münzen gibt's keine Experience. Und eine Aktivität kann dabei bis zu 4 Münzen kosten. Für einmal machen. Das heißt, ihr habt mit einem Ticket überhaupt keine Chance, alle Aktivitäten zu machen. Und das finde ich nicht so geil. Denn gerade Mario ist doch die Vorzeigefigur des Münzensammelns. Hätte Nintendo hier nicht sich irgendein Spiel überlegen können, bei dem man wenigstens, weiß ich, 2 Münzen zurückbekommen kann oder so? Ihr solltet euch also vorher gut überlegen, was ihr machen wollt. Wir Medienfuzzis hatten zum Ausprobieren immerhin mehr Münzen parat. Oder vielleicht sogar unendlich Münzen. Also, okay, dann lege ich auch mal direkt los mit der für mich zumindest langweiligsten aller Experiences, den Love Tester SP. Zugegeben, es hat mich so wenig interessiert, dass ich es nicht mehr gemacht habe. Im Nachhinein vielleicht schade, weil ich jetzt nur weiß, dass man da wohl seine Liebe zu jemand anderes austesten kann. Aber was soll's, es war eh niemand vor Ort, mit dem ich meine Liebe hätte austesten wollen. Und mein Gehirn ignoriert eh alles an Automaten, was Love im Titel hat. Vielleicht aufgrund einer zu schlimmen Reeperbahn-Vergangenheit, aber es wird wahrscheinlich genug von euch geben, die sowas feiern. Dann, schon mit Abstand weiter ein Platz vorn, etwas, das direkt nebenan aber auch am Ausgang ist. Die Game & Watch SP-Aktivitäten. Das war schon irgendwie weird cute, weil hier verschmilzt Nintendos alte mobile Handheld-Idee mit moderner Technik. Ihr seid sozusagen die Hauptfigur in so einem Game & Watch-Spiel. Also ihr wisst schon, solche Game & Watch-Dinger hier, das war das früher. Das funktionierte erschreckend gut und hat diese für mich eigentlich sehr fremden Spiele ein Stück weit näher gebracht. Auch wenn das Gameplay bei solchen Dingern jetzt eher rudimentär ist. Dann auch nebenan folgt bei meinen Highlights definitiv die Ultra Hand SP. Es hatte schon so ein bisschen Jahrmarkt- und Goldverpackt-Vibes, aber mit einem echten und leicht trashigen Oldschool-Nintendo-Spielzeug zusammen, oder besser gesagt gegen andere spielen zu können, war schon eine lustige Erfahrung. Pokebälle mit einem verlängerten Arm sauggreifen und in unterschiedliche Röhren fallen zu lassen, das ist Casual-Entspannung mit ein bisschen motorischer Herausforderung, wenn man möchte. Sieht viel leichter aus, als es am Ende war. Aber ich bin trotzdem froh, dass Nintendo doch nicht mehr solche Spielzeuge macht. Auf dem nächsten Platz wäre für mich definitiv der Nintendo Classic-Bereich. Obwohl es hier nur so von Nostalgie triefte, hatte es optisch alles einen eher futuristischen Touch. Fast schon zu clean für das, was ihr da machen könnt. Und zwar zocken. Entweder Famicom, also NES-Titel, Super Famicom bzw. Super Nintendo-Titel oder auch Nintendo 64-Banger. Ganz ehrlich, es fühlte sich so wundervoll an, all diese Controller in die Hand nehmen und das Spiel spielen zu können, was man zu Hause schon lange nicht mehr hat, aber doch irgendwie vermisst oder nie spielen konnte. Bin echt gespannt, ob die Controller regelmäßig gewartet werden, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das erste sein wird, was schäbig wird.
Schade finde ich aber, dass es hier nicht nur ein Coin kostet, sondern auch ein zu schmales Zeitlimit hat. Oder um es in Spielzeit umzurechnen, es reicht für einen Kurs Wave Race. Danach müsst ihr wieder einen Coin nachwerfen. Ich hoffe echt, dass die bis zur Eröffnung wenigstens das Zeitlimit auf 10 Minuten oder so erhöhen. Weil sonst hat man ja hier nicht mehr die Möglichkeit, Unentdecktes für sich selbst entdecken zu können, ohne gleich sein ganzes Ticketkontingent an Coins zu verballern. Aber apropos. Alle bis hierhin gezeigten Aktivitäten hätten bei jeweils einmal machen bereits 7 Coins eures Tickets verbraucht. Nicht so geil, oder? Weil es fehlen noch 3 Schmuckstücke, wie zum Beispiel mein nächstes Highlight hier. Der Big Controller-Bereich. So müsst ihr euch die vorhin angesprochenen Controller vorstellen, die im oberen Stockwerk von der Decke hängen. Riesengroß und völlig unhandlich und eigentlich unspielbar, aber es hat so Spaß gemacht. Also ernsthaft, es war einfach nur wild. Einigen wird wahrscheinlich dieser minimale Delay zwischen Drücken und bis was auf dem Bildschirm passiert ein bisschen stören, aber die Levelauswahl ist schon so überlegt, dass so ein Mini-Delay eigentlich egal ist. Es war auch interessant zu beobachten, wie selbstverständlich man so viele Dinge nimmt, aber sobald es dann darum geht, so simple Dinge wie Laufen und Springen zu kommunizieren, dann merkt man erst, wie gar nicht selbstverständlich viele Dinge sind und wie unterschiedlich Leute Dinge handhaben. Aber ein gutes Team schafft auch die wildesten Sprünge. Den N64-Controller habe ich leider nicht mehr machen können, aber anderen dabei zuzusehen, war schon Unterhaltung genug. Die sollten solche gigantischen Controller eigentlich mal als Limited Edition für zu Hause rausbringen. Ja. Dann käme für mich auf dem nächsten Platz der Zappa und Scope SP-Bereich. Das war ein gottlos groß. Weil hier haben bis zu 13 Menschen Platz. Und eine Runde kostet sage und schreibe 4 Coins. Holy shit. Ihr wählt hier entweder einen Super Scope oder einen Zappa als Waffe aus und schießt einfach drauf los. Hauptsache, ihr trefft haufenweise Bösewichte. Und der Screen, nice. Ein gigantisches Nintendo-Charaktere-Geballer auf einem Screen, der endlos lang von links nach rechts, von oben bis unten war, ließ für ein paar Minuten alle Sorgen verschwinden. Vor allem, weil ich den Zappa und den Scope noch nie in meinem Leben in den Händen hatte. Ich kannte sowas nur aus Videos von AVGN oder so. Ich fand den Super Scope echt nice, aber müsste damit noch ein bisschen üben, um auch mal wenigstens Bronze zu schaffen. Wie können das denn die anderen? Naja, und dann bleibt nur noch eine Aktivität übrig. Die Ultra Machine SP. Ich muss schon sagen, das hat mir am allermeisten Spaß gemacht. Mit Abstand. Zumindest ist es so eine Art Baseballmaschine, die Nintendo damals hergestellt hat. Ende der 1960er Jahre. Die haben die dann in 6 unterschiedliche Settings gestellt. Und ja, es gibt sogar eine Linkshänderkulisse mit einem Klo. Und ihr könnt halt reinlatschen und diese euch entgegenfliegenden Tischtennis-ähnlichen Bälle auf die Kulisse zurückballern und gucken, was damit so passiert. Das ist auch alles ganz soft und tut nicht weh. Es ist nicht gefährlich. Es war aber trotzdem gar nicht so einfach, aber unglaublich befriedigend. Und immer wieder andere Dinge zu erleben, die kaputt gehen können, war wirklich spaßig zu beobachten. Also zumindest bei den Menschen um mich herum, weil ich habe mal wieder gemerkt, ich bin nicht mit Anfängerglück gesegnet. Ich meine, wie können das andere sonst auf Anhieb so gut, Herrgott, nochmal? Naja, aber irgendwann ist dann ja auch mal Schluss. Nach all den Aktivitäten hieß es dann, ciao Kakao. Und der Gang nach draußen ist auch wieder eine kleine Experience für sich, darf ich aber nur in Form von Nintendo-Material zeigen. Hier erlebt ihr nochmal alles in super kompakt, was ihr bis hierhin eigentlich schon in- und auswendig kennen müsstet, und werdet von einem Kalligrafie-Gemälde verabschiedet. Aber warum das da hängt und was das bedeutet, das werde ich ausnahmsweise nicht spoilern. Falls ihr jetzt aber denkt, das war's nun finally, oh nein. Denn direkt hinter dem Ausgang kommt die Bonus-Stage. Als ich den Laden schon zum allerersten Mal am Eingang aus der Ferne erspähte, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Das ist keine Nintendo-Zone bei Nanunana, keine Nintendo-Zone bei Primark oder einem 1-Euro-Grabbelkisten-Shop von Rewe. Dieser Shop besteht ringsherum aus Merch zu allen Nintendo-Meilensteinen. What the fuck? Famicom, das Disk-System, Game Boy, Virtual Boy, Wii, ne? Stopp, ich mach's eben anders. Gönnt euch mal eben ein paar Eindrücke und wir reden danach weiter, okay? Oder genau sowas habe ich mir schon ewig gewünscht. Und jetzt gibt es das. Nur am anderen Ende der Welt. Aber hey, das Beste dabei ist ja, dass es wirklich zu jeder Konsole die gleiche Auswahl gibt. Das heißt immer Shirts, die leider noch nicht für uns kaufbar waren, Schreibkram wie Stifte, Tassen, Anhänger und Pins. Oh mein Gott, ich liebe Pins.
Und nur kurz, by the way, nach langem Warten sind in meinem Shop endlich diese limitierten Motivpins lieferbar. Nein, kein China-Schrott, sondern aus der Heimat in meinem Herzen, Polen. Ihr findet sie auf thelittlebit.de. Aber ja, es gibt auch im Rest des Shops ziemlich nice Sachen. Wie zum Beispiel Hanafuda Spielkarten Sonderedition mit Mario drauf. Oder Schokolade in Pappröhren. Wäre noch geiler gewesen aus Blech. Aber hey, immerhin, die Museum-branded Büchsen mit Süßigkeiten sind aus Blech. Dann gibt's auch Schlüsselanhänger, Cappies, Einkaufsbüdel, noch mehr Shirts. Dinge, die ihr vielleicht auch schon mal im Nintendo Online-Shop gesehen habt oder so. Und überdimensionale Plüsch-Controller. Why? Warum gibt's da Dinge, die ich nicht brauche, aber haben will? Die fühlten sich wirklich unglaublich nice an. Aber wie man die mit einem Flugzeug unversehrt zurückbekommen soll, da müsste ich mir auch mal neue Tricks überlegen. Ich habe mir aber trotzdem ein paar Sachen mitgenommen, wie Shirt, Pins und was auch immer das hier sein soll. Shirt. For sale in Japan only. Made in China. Interessante Kombi. Röllchen. Nintendo Museum. Fühlt sich gut an. Nicht zu dick, aber auch nicht zu schlabberig. Dann eine kleine Ladung Pins. Nintendo 64 und Super Nintendo. Sonstig Spannendes und... Na komm. Gib. Das ist aber echt schwer. Nice. Ah, so hinten kann man drücken. Also Logo und Controller. Beim Super Nintendo. Okay, das ist echt nice. Dann gucken wir mal noch was. Ein kleines Mystery-Kartönchen. Es gibt scheinbar 6 unterschiedliche Schlüsselanhänger. Und das ist hier immer so kategorisiert. 83, 85, 89, 90, 95, 96. Ich muss zugeben, ich fände so einen Virtual Boy Controller schon ziemlich geil. Weil das ist ja eigentlich so der Underdog, der Außenseiter. Also gib jetzt mal her, mal gucken, was drin ist. Ja! Wie geil! Nice! Das ist kein Fake! Der Virtual Boy Controller. Oh, da hängt noch was dran. Nintendo Museum. Jetzt bin ich echt mit richtig geilen Schlüsselanhängern versorgt. Das ist nice. Aber wenn man das vielleicht nur so einen Hauch, so einen Tick nicer gemacht hätte, mit vielleicht so kleinen Metallkappen als Controller oder was auch immer, so ein Mini-Detail, das auch noch so ein Hauch, so ein Kuss schwerer wird, dann wär's perfekt gewesen. So ist es. Ein Hauch cheap. Und dann last but not least das Ding hier. Disk System. 5? Oh, auch wahrscheinlich hier eine Mystery Box. Und es gibt insgesamt 5 unterschiedliche Spiele von diesem Famicom Disk System. Also es gab für die NES in Japan so ein Diskettensystem. Und das sieht halt aus wie so ein Schieber mit dem Spiel. Oh, ist ja nice. Disc Card. Scheint, es ist mit so einem kleinen Aufkleber noch zu. Es fühlt sich so versiegelt an, aber es ist auf jeden Fall. Also eigentlich neben all den anderen Dingen, die es ja gibt, es ist ja schon ein geiler Glücksgriff. Das ist ja cool. Und dann kann man hier oben die Kette dran machen. Ich habe sowas immer nur über YouTube-Videos gesehen oder TikToks, Reels, whatever. Und das jetzt mal so in echt zu sehen. An eine Sache erinnere ich mich noch, diese Ausbuchtung und Einkerbung in diesem Nintendo-Logo hier unten. Das war ja damals auch als Kopierschutz gedacht. Hey, das ist richtig nice. Ernsthaft. Jetzt fühle ich mich richtig beseelt. Tja, nach diesem Museum- und Merch-Erlebnis könntet ihr jetzt eigentlich nach Hause gehen. Denn aus meiner Sicht wäre das Interessanteste jetzt durch. Aber es gäbe ja noch das Gebäude nebenan. Und in dem findet ihr im unteren Bereich das Hatena Burger Café und ein Stockwerk drüber die Hanafuda Area. Erstmal was essen. Das Café selbst ist irgendwie eine Mischung aus Kantine und Diner. Der vordere Bereich wirkt ein bisschen lieblos, aber weiter hinten, oh mein Gott, das ist wirklich wunderschön. Oh. Oh ja, Essen. Das Menü ist, naja, irgendwie erstmal unübersichtlich, aber irgendwie auch sehr straight. Ab Eröffnung könnt ihr, auch digital, euren eigenen Burger basteln oder auch auf fertige Menüs zurückgreifen. Letzteres konnten wir und, ja, ich wollte was Vegetarisches, aber das wäre nur in Form eines Pilzburgers drin gewesen. Und ich finde sowas leider eklig. Auch wenn Pilz thematisch und so, Pilze halt. Also wurde es für mich der Miso-Fischburger. Mit Pommeskugeln, Drink und so einem Nachtisch-Quack. Bällchen ähnlichem Ding. Ich will ehrlich sein, mehr als eine 7 von 10 ist hier nicht drin. Ich hatte aber auch wirklich Hunger. Vielleicht fand ich das deswegen rückblickend leckerer, als es eigentlich war. Also fürs Kulinarische würde ich jetzt nicht ins Museum gehen. Ach ja, die Hanafuda-Ecke oben drüber. Die war eigentlich ganz cute, weil auf der linken Seite könnt ihr eure eigenen Hanafuda-Spielkarten machen. Ihr wählt am Anfang eure Motive aus, setzt euch einen Platz und macht dann so ein bisschen Mal nach Zahlen mit vorgefertigten Schablonen. Das hatte echt was Entschleunigendes und fühlte sich auch nicht albern an. Vielleicht lag es an den richtigen Leuten, vielleicht an diesen wunderschönen Motiven. Vielleicht aber auch daran, dass alles bis hierhin aufs Ausprobieren und Entdecken ausgelegt war. Ich weiß es nicht, aber ich habe meine Karten zumindest mitgenommen und es ist wirklich selten, dass ich so vermeintlich banale Dinge um die halbe Welt unversehrt zurücktransportiere. Man kann es sogar hinstellen.
Und auf der rechten Seite der oberen Etage könnt ihr Hanafuda einfach mal spielen. Selbst wenn ihr keinen Plan habt, wie das überhaupt geht. Denn über diesen Spielmatten in diesem Raum hängen Systeme, die die ganze Zeit gucken, was ihr macht und euch dabei helfen, zu gewinnen oder zu verlieren. Und als es dann an der Zeit war, zu gehen, also nach Hause zu gehen, teile ich tatsächlich die Gedanken mancher Berichte, die parallel mit meinem Reel zum Nintendo-Museum vor ein paar Tagen online gingen. Es fühlte sich nicht an wie so ein Museumstrip, sondern vielmehr wie ein Freizeitparkbesuch. Ein sehr intimer Freizeitparkbesuch. Es war unmöglich, die kindliche Freude, die in uns allen steckt, wie sonst im Alltag, zu leugnen. Große Augen, offene Münder und unkontrolliertes Hin- und Herlaufen waren eindeutige Anzeichen dafür, dass dieses sogenannte Erwachsensein auch nur ein gesellschaftliches Konstrukt ist und innerhalb weniger Augenblicke vergessen werden kann. Und es machte niemanden etwas aus, denn hier war nicht nur diese kindliche Freude, sondern auch die Leichtigkeit, ein mindestens genauso gern gesehener Gast. Es wurde wieder, oder zumindest mir, glasklar, warum Nintendo-Konsolen eben nicht die vermeintliche Power einer PlayStation 5 Pro haben. Weil Specs eben nicht ausmacht, was in diesem Museum alles zu finden ist. Ich meine, sowas wie 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit, 64-Bit Blast Processing, okay, andere Hersteller, aber egal, ist alles schön und gut. Aber das erste Mal einen Stick im Kreis drehen, um damit Bowser an eine Bombe zu schmeißen, das war nicht nur damals vor dem Familienfernseher mit allen beeindruckend, sondern bleibt bis heute hängen. Überschüttet werden mit Erinnerungen, Ohrwürmer den ganzen Tag haben, nur weil man drei Töne einer Melodie gehört hat, diese jahrzehntealte Liebe basiert auf einer ganz anderen Grundlage. Und diese Grundlage wird euch hier so wunderschön wie noch nie auf einem Silbertablett serviert. Ihr könnt das Tablett nehmen, den ganzen Tag damit herumlaufen, immer ein bisschen was davon snacken und es am Ende des Tages zurückgeben. Oder ihr nehmt wie ich das Tablett mit nach Hause und zehrt noch eine ganze Weile länger davon. Auch wenn aktuell zumindest dieses Ticket- und Coin-Prinzip zumindest bei mir sauer aufstößt, solltet ihr die Chance haben, nach Japan bzw. ins Museum zu kommen, dann nutzt sie. Ihr werdet es nicht bereuen.